Endphase, Viertelsatz, Halbfinale, Doppel, Bayerische Meisterschaften. Sonntag, 19. Januar 2020, Finaltag. Daniel Rinderer, der Youngster U18 Deutschland, Spitze und sein Trainer, hätte ich beinahe gesagt, BTTV, Honorartrainer Manuel Hoffmann. Gleichen hier aus zum 2:2 Entsetzen. So, wir haben das zweite Halbfinale im Herrendoppel. Der Schiedsrichter sichert den Ball, das ist eine der ganz wichtigen Aufgaben. Klingt jetzt so ein bisschen profan. Naomi Brankovic gegen Laura. Ist aber so. Und an Tisch 4. Nichts ist peinlicher, wie wenn das Spiel weitergehen soll und muss. Und keiner weiß mehr, wo der Ball ist. Margit Mörtel und BTTV Geschäftsführer. Dr. Carsten Matthias, früher selber hochklassiger Spieler und so ganz nebenbei vor wenigen Jahren nochmal Weltmeister geworden bei den Veterans, bei den Senioren in Alicante im Doppel. Wieder ein bisschen Audio, damit mich YouTube darauf hinweisen kann, dass irgendwelche Musikrechteinhaber die Tantiemen für meine Arbeit kassieren, weil sie die Rechte auf die Musik haben. Aber das ist mir lieber, dass das seit neuestem so geregelt ist, dass die meisten Musikrechteinhaber, sei es Verlage oder Komponisten oder Bands oder irgendwas, Verträge haben mit YouTube und dort die Werbeeinnahmen anteilig kassieren. Ich selbst könnte da auch was einfordern, ist mir aber zu viel Bürokram. Bei der Steuer anmelden und. Bin froh, dass ich als Rentner aus der Nummer raus bin. Als es diese Verträge noch nicht gab mit der Musikindustrie, war ich öfter mal kurz davor, dass der Kanal dicht gemacht wird. Das wäre natürlich der Albtraum meines Lebens. 42.000 Videos neu hochladen. Das würde ich wohl nicht mehr tun. So viel zu dieser rechtlichen Geschichte nur so ganz nebenbei. Also da kommt immer der Hinweis, wenn Musik gespielt wird zum Sport, Urheberrechte hat der oder jener. Ihr Video ist trotzdem zu sehen. In einigen Ausnahmefällen gibt es dann ein paar Länder, die den Vertrag nicht haben. Dort ist das Video dann von YouTube gesperrt und damit hat sich das erledigt. Fünfter Satz und die Gräfefinger, die gerade den Ausgleich einstecken mussten, sind jetzt wieder richtig am Drücker und ist ja oft so im Entscheidungssatz, im Doppel geht es ja nur auf 3, im Einzel auf 4 Gewinnsätze, da stehe ich manchmal auch ein bisschen neben der Kappe. Es ist ja oft so, da fängt es am Anfang für irgendjemand an zu laufen und weil es beim einen läuft, läuft es beim anderen nicht so gut. Und dann ist so ein fünfter Satz schnell mal in den ersten Ballwechseln schon durch. So ganz kampflos werden sich die beiden hier nicht geschlagen geben.
aufgeben ist nicht. Und da hat man ja schon, wie ich immer sage, diverse Pferde auf dem Weg in die Apotheke kotzen sehen. Wenn ihr euch da mal anschauen wollt, das Spiel TV Hildburgstein gegen Bad Homburg. Die allerletzten beiden Sätze, die da gespielt wurden in diesem Mannschaftskampf zum, ich glaube, 4:6 dann. Wie auch immer, hab's jetzt nicht im Kopf. Jedenfalls die beiden letzten Sätze, die sind ganz originell gekippt. Katzmann war da chancenlos hinten. Glaube ich 2:9. Und hat den Satz noch gedreht. Und auf der anderen Seite war das Gleiche. So, also. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Manuel Hoffmann heißt er. Nicht umsonst, hoffe ich. Ein bisschen viel hoffen. Aber. Oh, und der war etwas zaghaft. Da hat er zu lange überlegt. Überlegen im Tischtennis, das ist eine Sache für sich. Eigentlich ist die Zeit nicht da. Eigentlich muss man sich auf Automatisiertes verlassen können, auf Reflexe. Deswegen wird ja auch das Automatisieren, das Systematisieren ohne Ende trainiert. Unglaublicher Trainingsaufwand, den die Spitzenspieler leisten müssen. Ich glaube nicht, dass sich Sportler aus anderen Sportarten vorstellen können, was Tischtennisspieler im Training so alles leisten müssen. Mit Balleimer, mit Roboter, mit Zuspieler und. So. Jetzt wird's nochmal richtig eng. Sie werden ein bisschen ihrem Vorsprung nachtrauern. Die Gräfelfinger, umgekehrt sie. Ihrem schlechten Start in diesem fünften Satz. Und wir werfen ganz kurz einen Blick auf den Nebentisch, wo bereits ein Damenhalbfinale begonnen hat. Nicht ganz unerwartet. Die an 1 gesetzte Franziska Schreiner, sie schlägt auf und naja, sie ist ja fast schon Routinier, und wenn ich Routinier sage, dann sind das eher so Mittelalter, das sind keine alten Herren oder Damen, aber das Durchschnittsalter wird immer niedriger im Tischtennissport wie auch in anderen Sportarten. Reflexe in Ordnung. Ich habe ja gerade davon gesprochen. Systematisieren, Reflexe systematisieren, das war ein Beispiel. Und so einen Reflex nicht in unendlichen Trainingseinheiten ausgebaut, systematisiert hat, dann ist so ein Ball gar nicht denkbar. Und er hat immerhin den ersten Matchball gebracht. Also die Auszeit, erst einmal sehr erfolgreich, das ist oft mal so auch, naja, schon wichtig, dass man ein Händchen für gute Auszeiten hat, aber es funktioniert, auch wenn man ein Händchen hat, natürlich nicht immer. Hinterher ist man dann auf jeden Fall schlauer, wie so oft. Aber es ist noch nicht durch.
Vorteil Aufschlag natürlich bei zwei weiteren Matchbällen. Und da ist es passiert. Lokalmatador Manuel Hoffmann doch nicht im Finale. Auch wenn es eine enge Kiste war. Frust ist klar. Der steht ihnen auch zu. Die Gräfelfinger freuen sich. Max Heeg, wie oft habe ich von ihm schon ein Finale gefilmt, aber zugegeben öfters noch in Schüler- und Jugendzeiten. Und erstmals vor meiner Linse, deswegen muss ich mich auch noch so an den Namen gewöhnen. Jonas Becker, ich hoffe, diesmal war es richtig.